irgendwie andere Menschen. Diese Hotline war ununterbrochen besetzt, 300 Mal angerufen, hohe Telefonrechnungen. Was sagt die Bundesaußenministerin da? Also, stimmt alles nicht? Über Einzelfälle und auch Frustration von Menschen, die am Flughafen stehen und nicht sofort weggekommen sind, das kann ich total verstehen. Mhm. Aber ich weiß auch, was die deutsche Botschaft vor Ort von Tag 1 an gemacht hat. Bischerlei Maul. Ja. Ey. Bischerlei Maul. Ey. Ja. Bischerlei Maul.